Aber neue Episode, neues Glück. Wir kommen zurück zu hier Risen. Dem Spiel, wo ich immer noch an dieser Drecksasche-Bestie scheitere. Die ich immer noch nicht erfinde. Das ist doch total dämlich. Und da heißt es, dass dieser Teil noch das beste Nahkampfsystem hat, ne? Also was das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, dass ich natürlich keine Rüstung habe und dass ich eigentlich nicht gegen diese Aschebestie kämpfen sollte, mir vielleicht doch die Drecksiegerrüstung kaufen soll. Aber ich habe einfach kein Geld dafür. Ich finde es aber trotzdem total hohl. Weißt du, das Vieh kann nichts machen, wenn du sie haust. Aber es kann halt einen Sidestep machen und aufgrund der Tatsache, wie das Kampfsystem aufgebaut ist, kann ich halt nichts dagegen machen. Das Vieh sidesteppt mich und haut mich einfach kaputt von der Seite. Weil der... Der Damage-Output von den Teilen natürlich relativ groß ist. Mein eigener ist auch, ne? Also am Schaden scheitert es nicht, ne? Man könnte meinen, ich habe so etwas, was man ein Glaskanonenbild nennen. Also hätte... Sperrenspruch oder Fretspruch oder Aschebestie? Ich habe eine Aschebestie-Spruch, aber die werde ich nicht benutzen, um meine Aschebestie zu besiegen. Ey, da steht eine Truhe. Gut, dass wir mal zurückgelaufen sind. Wichtel, Kappa, Baum, die von was? Kronblatt. Das ist sicher auch nicht ein. Die Aschebestie ist ja optional. So wie es für Piranha Bytes üblich ist, wäre es auch total unsinnig, die Aschebestie zu töten, weil sie bringt ja ungefähr genauso viele Erfahrungspunkte wie drei Wölfe. Wie viel Energie im Ehrenstein, wie ich findest? Ja, aber das weiß ich erst danach, ne? Ne, ich habe glaube ich eine Aschebeste Schrift und ich weiß noch von dem zweiten, weil ich da super muss. Ich könnte ein Skelett beschwören, mal gucken, wie das so ist. Ich könnte auch Inferno zaubern. Naja, es wird sich trotzdem nicht lohnen. Es gibt eine Höhle. Oh, hier sind gleich mehrere von diesen. Gibt es hier noch ein Pokémon, was ungefähr genau so aussieht? Wir sind übrigens immer noch auf der Suche nach einem Alchemietisch. Ich sag Bescheid, wenn ich einen gefunden habe. Ja! Die Viecher tun mir wirklich leid, ne? Weil eigentlich. Also, nach der Abgesehen, das ist nicht aggro. Ja! Hä? Ja! Ja! Übrigens ein schönes Beispiel, dass DPS alles ist. Oh, yeah. Ja! Guck mal, diese Viecher haben übel viel Rüstung. Okay, jetzt ist. Echt jetzt? Echt jetzt? Das Grasstarter. Lol. Was? Shelteran? Oder so heißt das? Die gab's doch auch im Pokémon-Film. Da gab's doch auch die sind riesengroß gezüchtet haben. Die sind halt so groß wie Land. Ja, das ist sehr schön. Bei zwei Viechern hat das gerade super geklappt. Also ohne Probleme. Das Vieh kaputt war und dass es irgendwas machen konnte. Bei denen ja. Hat dann auf einmal die KI entschieden. Ja. Intelligent zu sein, sich genau dann anzugreifen, wenn ich gerade zwischen den Schlägen bin. Fragst du dich eigentlich warum, ne? Ja! Meine außer Stumpf zu klicken, mache ich eigentlich nichts anders. Shelterra? Naja. Oh, ja! 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 Oder war das gerade, weil das irgendwie ein bisschen schief im Wasser stand? Oh, ja! Das ist immer noch das gleiche Vieh, ne? Ja. Hä? Warum ist... Oh, ja. Warum ist dieses Vieh von der Sequenz her anders als die anderen drei? Oh, ein Deathblader Resub. Ich muss doch mal machen, das ist mir jedes Mal angezeigt. Ja, das geht nicht weg, das hat Steph auch schon mal erzählt. Mr. Patch war mal so großzügig und hat mal... Danke für den Tablenbogen, ne? Hatte mal so einen 3-Monats-Sub verschenkt. Statt ein dickes und das da meinten die dann auch, du musst das jedes Mal aufs Neue klicken, sonst geht das nicht weg. Das nervt wohl irgendwie. Danke dafür. Oh nein, das sind Gnome. Den Schock erstmal halt dran. Kannst du das im Baum filmen? Man kann das verbergen. Oh, ja. 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 Oh, ja. Wieder einmal sind es die Gnome, die machen schon viel Schaden damit rumwerfen. Oh, ja.
Ja, klar. Habt ihr wissen, dass das Charge-Angriffe Level 9 Schwertkampf sind? Ich glaube nicht, dass die Level 9 Schwertkampf haben. Noch mehr Werkzeugbeutel. Das ist echt total schade. Jetzt brauche ich die gar nicht mehr. Ich habe mich immer so geärgert, dass ich so wenig Werkzeugbeutel habe. Jetzt brauche ich die gar nicht mehr. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ja, das ist auch die Challenge. Nicht ausrasten, indem man alle Piranha-Arbeitsspiele durchspielt. Und sich über so Sachen. Vor allem selbst in Alex gibt es diese Mechanik noch, dass du auch so welche Bänke anklickst und dann setzt sich Jax erstmal hin. Weil das ja auch auf jeden Fall das ist, was man möchte. Das ist, bringt, vor allem bringt es ja in den Spielen nicht mehr irgendwas, ne? Sich hinzusetzen. Hilft gut der Bank hier Geld geben? Nein. Besen? Ein Grab. Bin ich denn jetzt gerade gelandet, dass hier alles für Zeug liegt? Mehr Grabsteine? Zeug? Hier vorne ist noch, wahrscheinlich ist das jetzt der Ost-Ost-Tempel. Wo war ich gerade drin? Das war der Nordost-Tempel. Na gut, dann müsste das hier der. Ne, weil ich jetzt auch nur eine Wand. Gut. Gut. Ich nehme an, das ist ein deutliches, kommen Sie bitte später wieder. Zeichen. Das liegt bestimmt daran, dass du einen nicht kompatiblen Browser bist, dass du das nicht wegklicken kannst. Mein lieber Steff. Das ist bedauerlicherweise komplett off-topic zu Gothic. Nein, wir spielen Risen. Zu Risen. Das Chrome hat unglücklicherweise den Browserkrieg gewonnen, was sehr schlecht ist für uns alle. Viele haben bestimmt schon vorher Chrome genutzt, weil es gab ja immer Opera und Safari und theoretisch gibt es die auch alle noch. Aber die existieren halt nur noch von der Oberfläche. Das sind alles Chromes. Also die haben einen Unterbau, das ist halt ein Chromium. Mit jeweils individuellen Einstellungen. Ach, jetzt fällt mir wieder ein, wo die andere Hälfte von dem Schwert liegt. Die liegt nämlich bei den Ogern. Das Problem an den Ogern ist auch, dass ich davon definitiv nur einen gleichzeitig tot kriege und nicht beide. Und ich wette, wenn ich jetzt anfange hier rumzuballern, dann kommen beide. Wir kommen dich holen! Na, die sagen schon wir, ne? Ja, die zu kiten ist, glaube ich, auch keine. Willst du hin? Ja, Opera benutzt aber auch Chrome als Basis. Okay. Ja. Oh, yeah. Aschenbestien-Spruche und auch die Aschenbestien besiegen. Quatsch! Was da war eine Wichtelkappe? Davon gab es. Echt? Davon gibt es 20 Stück? Was machen denn die Wichtelkappen? Ich habe bestimmt schon einige verballert. Das ist das da. Du hast da eine Wichtelkappe übersehen, das neue. Du hast da Kohle übersehen. Ich habe schon 16. Wir kommen dich holen! Also wenn es wirklich nur 20 gibt, dann habe ich echt schon viel von dem Spiel durchgespielt, ne? Wo willst du hin? Scheiße. Das wäre vielleicht so ganz gut, wenn ich mich vorher... Oh, zu mir! Plus geschicke ich mir Alchemie 3. Ich habe Alchemie 3, aber das ist nicht das Problem. Es ist erstmal will ich die Geschicklichkeit ja nicht haben und ich investiere in Stärketränke. Das Problem ist aber, dass ich ja nicht nur die komischen Wichtelkappen brauche, das habe ich jetzt 16 Stück, sondern ich brauche noch das andere Zeug dafür. Das ist das größere Problem. Okay, ich trinke jetzt mal so einen Heiltrank. Dann müsste ich, glaube ich, zumindest einen Schlag überleben. Ich kann trotzdem dagegen einkämpfen. Machen Kopfschuss eigentlich mehr Schaden? Komm zu. Ob ich die bis runter zu Eldrick locken kann? Oder zu meinen, zu Ich werde dich Dork? Zermatschen. Oder bis zur Aschebestie? Aber die Aschebestie Akku, die 100% nicht. Wo willst du hin? Oh ja! Oh ja! 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 Das musst du mir nicht erklären, Kurt, aber davon abgesehen, dass das ziemlich fieses Backseat-Gaming ist, was du da gerade betreibst, mir das Spiel zu erklären, weil das gehört ja zum Erkunden. Und aber außerdem kommt es viel zu spät, das weiß ich bereits alles. Weil mir viel zu spät aufgefallen ist. Wir holen jetzt deine Wichtelkappe, damit du auch zufrieden bist. Zuschauerzufriedenheit ist ja immer sehr wichtig. Danach teleportiere ich mich zurück zum Banditen. Nee, warte, ich zum Tempel. Mach unten in der Bibliothek die Tür auf. Weil das ist, glaube ich, der kleine Raum. Das ist schon abgefrühstückt.
Das mit der Alchemie ist mir ein bisschen, ist mir erst vor einiger, weniger Zeit aufgefallen. Also, weil ich vorher Skillpunkte in Stärke investiert habe, um dann zu merken, wo soll jetzt die Wichtelkappe sein? Heldenkunde gibt es ja 20, oder? Wo ist denn gibt es weniger mehr? Was ist denn mit den Karten, mit den Dings sind? Ja, das brauche ich nicht. Das habe ich nicht notwendig. Ach, guck mal, hier ist die Wichtelkappe. Das habe ich nicht nötig. Ich finde das Zeug einfach so, weil ich aufmerksam bin. So, auch zum Bekannten. Das heißt, du wechselst wieder in deinen Job. Achso. Ich war gerade kurz geschockt, dass mein Dosser vor mir steht. Aber der Teleportpunkt ist ja hier. Wenn der übrigens hat gleich der Tempel wieder keinen Boden. Ja, okay, der Tempel hat wieder keinen Boden. Ja, ich habe auch keine Lust, das. Das ist neu. Das ist ja eklig. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Nichts, weil ich die Tür gefunden habe. Ach. Er ist schon wieder zurück. Wo ist denn hier die Dreckstür? Hier, oder? Ja, hier ist die Tür. Ach, Cyrus, würdest du doch nicht. Der hat eh nur eine Gold. War denn hier? Hier war doch irgendwo noch ein Labor, oder nicht? War ich nicht irgendwo noch. Das, wo war denn hier der Alchemietisch? Wahrscheinlich beim Alchemisten im Keller, ne? Da, wo ich sowieso hin will. Ja, so bei der Main gehen. So, ja. Ich dachte gerade kurz, das Fenster ist wirklich ein Fenster. So, dann machen wir hier zur Bibliothek. Ach, guck mal, da unten, die Feuerkammer können wir sehen. Das ist ja schön. Es ist vor allem auch wirklich nur hier, dass genau hier die Bodentextur fehlt, wenn du dich zu viel hinterher passierst. Also das Spiel stürzt dann auch bald demnächst übrigens ab. Also ich weiß, wo noch diese Episode neu starten müssen. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Es wird ja immer schlimmer hier. Hä? Warum akkrun die mich jetzt? Schnapp den! Kannst dich nicht ewig verstecken! Hä? Ich hab keine Ahnung, warum die mich jetzt nicht mögen, was mir. Bleib stehen! Hab ich irgendwas geklaut? Nö. Ich hoffe, die geben wir mal die Verfolgung auf, sonst wird es ja gleich ziemlich unflauschig. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum die denken, dass ich ein Dieb bin. Aber ist mir eigentlich relativ egal, aber ich muss mit denen eh nicht interagieren. So, wir haben doch hier noch eine Spruch. Quick Save. Wir haben doch hier noch eine Schriftrolle der magischen Barriere. Haha. Das hat sich ja total gelohnt hier. Ein Buchständer, wow. Hier steht etwas über Magie. Wow. Hey, Rezeptur auf eine. Vielleicht bin ich Alchemie-Dressende. Was macht das jetzt? Ist das ein Erfahrungstrank? Das ist ein Erfahrungstrank, ne? Oder? Das steht ja nicht mal dran, was es ist. Jo. Okay, gut, das war das. So, dann sollten wir jetzt vielleicht erstmal hart speichern, weil eventuell stürzt das Spiel mich da ja, weil mein nächstes Teleport geht halt zu Episode 85 ist das schon. Mein nächstes Teleport geht halt zum Don. Letztes Mal, wo ich mich an drei Orten gleichzeitig teleportiert habe, war es danach vorbei. Und Nord. Nee, hab ich gerade Nordosttempel gedrückt? Ich will nicht zum Nordosttempel. Das funktioniert aber dafür hervorragend. Nee, ich will zum Banditenlager. Das Spiel ist noch nicht abgestürzt. Juhu. Das wäre jetzt sehr ironisch gewesen, wenn ich jetzt an der Kante da stecken geblieben wäre, nicht weitergekommen. So, und jetzt könnten wir noch Schwerter schmieden. Übrigens, wenn Oscar irgendwann mal von seiner Schmiede weggehen würde. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Ich glaube, wie viele Schwerter habe ich noch? So 5 oder so? Rohlinge? Aber ich könnte noch Schwert schmieden Dings lernen. Und ich könnte meinen Rüstungsslot freikriegen. Warte mal, machen wir erstmal alles hier, oder? Wo ist denn hier? Eins am anderen. Erstmal müssen wir den Ring ablegen, sonst wird das hier nichts. So, genau. Dann kann ich mich hier auch verticken. So, hier Fixfincher, danke. Schwertkampf 10. Und kannst du mir mal sagen, was du noch lernen willst? Du bist einer der besten Kämpfer, die es weit und breit gibt. Aber ich will noch besser werden. Du bist der Beste. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Aber vielleicht hilft dir diese Erkenntnis, um noch besser zu kämpfen. Ich wette, du kannst sogar deine Angriffskombinationen unendlich oft hintereinander durchziehen. Also, es gibt nichts, was ich dir jetzt noch beibringen kann. Ja, schön.
Doch, wir könnten doch bei ihm sinnlos Stärkepunkte einkaufen. Genau, dann habe ich mich einen Ringslot frei. Dann könnten wir noch einen... Ich weiß nicht, wie ich diesen Ring der Stärke... Oder eigentlich ist der Schutzring fast besser, ne? Und Stärke habe ich jetzt ja auch genug. Dann glaube ich, dann ist es besser, wenn ich zwei... maximal Lebensenergie? Ne, ich glaube... Ich glaube, pure Armor ist einfach besser, oder? Geschicklichkeit, ich meine, Stats brauche ich nicht wirklich, ne? Ja, aber er hängt jetzt gerade nach... Komm, Marc, würdest du bitte... Bringen das vielleicht Miba? Nee. Mana. Kann ich bei ihm noch... Ich kann bei ihm noch Heiltränke einkaufen. Ich habe mir festgestellt, dass ich unendlich reich bin. Das ist... Wie viel... Oh, die Echsenschwerter, die nichts wert sind. Yay. Verräterklinge? Ich behalte einfach mal die... Das kann weg, das kann weg. Ich würde doch einfach mal diesen Handelsskill noch lernen, ne? So wenig passiert. Sieht ein bisschen so aus, als würde ich einen Waffenladen aufmachen wollen. Kann ich das eigentlich mit Enter drücken? Nee, natürlich nicht. Oh, Mann. Ach, den Hornbogen, den hat er mir noch geschenkt, ne? Oh, den kann ich auch nicht tragen. Da habe ich hier die Bolzen, die kann er behalten. So, wir haben den... Wir haben den Runenschild. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Dann kann der Rest mir auch weg, ne? Wieder hin. Da habe ich noch diese komischen Halsketten. So, der Schwertkampfring kann ja definitiv weg, den werden wir nie wieder gebrauchen können. Akrobatik? Warum hat dieser Ring der Akrobatik... Also, die Ringe machen beide Akrobatik. Achso, das ist Nelsons Ring der Akrobatik. Dann verkaufen wir den da auf jeden Fall. Weil es hat ja keinen Wert, den Stadtsring zweimal zu haben. Schutz vor Magie plus 10. Na gut, ich kann nur ein Amulett gleichzeitig tragen. Das ist auch Quatsch, davon zweimal zu nehmen. Wir haben vier Magieringe und davon haben wir auch so viele. Ich habe das neulich, glaube ich, alle Ringe hergestellt, ne? Und ich ging. So, Judy. Komm, ich mache einen Besen, habe ich das Werkzeug noch. Ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand diese Fiedel braucht. Eine Ogerkeule für einen Menschen viel zu schwer. So. Besten Dank dafür. Das nervt, dass die ganzen NPCs immer die Sachen blockieren, ne? So, kann ich jetzt beim Don eigentlich Bericht erstatten und hier meinen, dass ich schon mal zwei der Scheiben habe? Ja, aber ich will ja eine dumme Liga-Rüstung nicht haben. Man, da wird 1000 Gold für eine schlechte Rüstung haben. Das ist doch doof. Niemand will diese doofe Rüstung haben. Ich brauche einen Alchemietisch. Warte mal, der andere Typ oben hat einer, ne? Der im Sumpf. Gehen wir zu ihm hin. Wie viele? 10? 20? Oder noch mehr? Das nervt wirklich, dass die... ganzen NPCs immer die Handwerkstische besetzen und du nichts dagegen machen kannst, ne? Du kannst ja nicht mal warten, bis es nachts wird. Die stehen halt 24/7 dran. Achso, sehr unwahrscheinlich. Ich raste jetzt einfach bis Mitternacht und gucken, ob dennoch die Leute alle an ihren komischen Einrichtungen stehen und denen einfach mal pinnen gehen. Weil eigentlich würde ich jetzt sowohl gerne alle Waffen herstellen, die ich noch habe. Die stehen halt immer noch, ne? Weil irgendwie diese Tagesabläufe erst später kommen. Das muss ich wirklich allen Ernstes zum Sumpfbauern laufen. Ah ne, er ist weg. Okay, gut, das ist schon mal viel wert. So, Judy, dann können wir Trank des Reisen bringt 100 Erfahrungspunkte. Dann stellen wir noch die Stärketränke her. 6 Stück, danke dafür. Kann das sein, dass der begrenzende Faktor gerade Fläschchen ist? Fertig. Aber das bringt es halt nicht. Gar nicht, ne? Die Dinge herzustellen. Ich habe keinen Wein mehr. Ich hätte echt die großen Heiltränke herstellen sollen. Na, was soll's. Das sieht gut aus. Ich wette, Cormac hätte noch Wein gehabt. Warum mangelt es mir denn hier eigentlich gerade? Reiselust, das ist wirklich Reiselust, die mir fehlt. Das ist hier die 5. Oh, das sind 500 Erfahrungsprogramme. Das ist ja eigentlich nichts, ne? Was? Power Gaming GmbH? Fertig. So, unabhängig davon, wir haben jetzt 5 Tränke der Erfahrungspunkte hergestellt. Das hat, glaube ich, keinen Sinn, die nicht sofort zu trinken, ne? Na, guck mal, ich habe einen Auftrag der Geschicklichkeit. Gut. Ob es irgendeinen Wert hätte, die das irgendwie bald ausbalancierter zu machen? Aber mehr Stärke, mehr gut, oder?
Wahrscheinlich gibt es irgendwann ein Maximum an Stats, die man haben kann. Und es ist total unsinnig, dass ich jetzt so viel Stärke habe, weil ich damit gar nichts anfangen kann. Und ich lieber hätte Geschicklichkeitssachen machen sollen, damit ich noch irgendwie guten Bogen führen kann. So, toll. Sind wir Stufe 18. So, ist der Schmied mittlerweile mal eingeschlafen. Hey, noch ein Autosave. Na gut, unabhängig davon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Rissen. Oh, die Schmiede ist gerade frei. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich den beim Schmied eigentlich nochmal schmieden lernen wollte. Was war das für ein Geräusch? Bring mir das Schmieden bei. Bring mir Schmieden 3. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Toll. Okay, gut. Mal Eisen hat's gegen Rohlinge. Ich hätte gerne noch zwei Hände. Ich brauche eine. Hier. Wie viele Erzbrocken habe ich denn? Hier. Hier. So, Judy. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, nachdem ich alles geschmiedet habe. Bis dann. Ciao.